Okay, wir fahren jetzt in Urlaub nach Österreich. Ich bin ganze 20 Minuten Auto gefahren, aber schnell zu Geld. Jetzt habe ich die komplette Strecke gefahren. So, wir wollen festhalten, dass wir frühstücken. Das ist mein Frühstück und das ist alles. Ups. Warte. Das ist irgendwie ein bisschen kalt hier. Das Wetter. Darum fahren wir auch nach Österreich, weil es so warm ist. Machst du super. Dankeschön. Und ich bin wieder Passenger Prince. Das sieht hier recht so spiegelglatt aus. Wir sind fast da. Nein. Nein. Oh. Hä? Was soll ich denn jetzt gleich? Rechts, links, was soll ich tun? Das weiß ich nicht, fahr mal links. Ja, links. Da ist nichts. Kleine Rechts-Links-Schwäche. Vorsicht, das dürfte es. Ja, das ist es. Was passiert jetzt? Du musst einpacken. Ja. Also, ich komme theoretisch rein, aber wir kommen halt nicht raus. Ich habe mir meinen ganzen Ding. Ach, Ich zieh zum deinen Hoodie an. Wie du direkt auf den Hoodie geschaut hast. Wir haben einen Parkplatz. Das? Nein. Hallo. Ach, siehst du, du kriegst es auch nicht. Wir haben eingecheckt. Ja. Wir machen jetzt eine Roomtour. Also da kommt man rein. Denn hier ist unser wundervolles Bad, was sehr, sehr nett ist. Ja, halt die Dusche sieht schon irgendwie cool aus. Alles halt so voll modern. Was ist hier noch? Okay, die Handseife sieht crazy aus. Ja. Mit einer super flauschigen Decke, die ich mitnehmen will. Ja. Sofa und ein Balkon. Kalt, 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 kalt. Da ist Schlittschuhlaufbahn. Ich will Schlittschuh laufen. Unsere Badesachen angezogen und gehen jetzt dann in den Spa-Bereich. Und ja. Auf. Wir waren im Spa, haben aber nicht mitgefilmt. Jetzt gehen wir essen und Wein trinken. Wir waren jetzt essen. Und jetzt gehen wir noch einen Spaziergang machen. Ah, eine Mütze wäre vielleicht intelligenter. Witzig. Wie unvorhersehbar. Voll süß. Tada. Gibt's einfach noch Telefonzellen? Wir sind jetzt wieder zurück. Guten Morgen. Auf zum Frühstück. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und gehen jetzt Schlittschuhlaufen. Schlittschuhlaufen. Ich bin voll viel Profis und wir können jetzt nicht so schön. Ja. Und eine schöne Pirouette, bitte. Hola, wir waren jetzt Schlittschuhlaufen. Da waren so voll die guten Schlittschuhläufer, ja. Eiskunstläufer. Jetzt cruisen wir einfach ein bisschen rum, schauen uns die Natur an. Einfach hier runter, oder? Ja. Wir sind jetzt bei einem M-Preis und kaufen Wasser. Richtige Stani-Touris hier. Also so viel zum Thema, wir kaufen nur Wasser und Rasierer. Ja, da kommt er.
Es gab eine 2 plus 1 Gratis-Aktion. Die wollte ich noch haben. Wir sind jetzt gerade nochmal in die Stadt gelaufen und laufen zu dem Weihnachtsmarkt. Ist ja sehr knuffig. Es war gestern zu, aber hat der schon zu. Gestern hatte er ja schon zu, deswegen laufen wir heute nochmal hin. Wir haben gerade noch auf dem Weihnachtsmarkt relativ viel gekauft. Wir haben was gekauft. Wir haben einen Hasen gekauft und er hat so ein Wärmekissen drin und dann ist es so wie mit so eine mit so Kirschkern. Und einen Baum. Jetzt gehen wir zum Essen im Hotel. Obwohl wir keinen Hunger haben. Aber absolut ja. Nicht. Aber ja. Menü kommt jetzt halt. Wir wollten eigentlich nicht viel essen, weil wir keinen Hunger haben. So, der Luis braucht nochmal eine Speise vom Buffet, bevor es zum Nachtisch geht, weil er von der Hautspeise nicht satt wurde. So viel zum Thema, kein Hunger, ne? Ja, ups. Es gibt Panna Cotta mit Tonkabohnen und Mango. Gerade noch dabei, alles zu packen und auszuchecken. CRS ist ein bisschen eingeschneit. Ah, nö, müssen wir nicht. Ah, das Wasser nehmen wir mit nach vorne. Wir haben jetzt das Auto schon hier freigemacht. Also ich fahren wir erstmal ein bisschen los. Aber es sind richtig viel Glatteisbahnungen. Ja. Und das wird supi. Und dann schlafen wir noch eine Nacht in München und dann fahren wir weiter nach Hause. Okay, wir sind immer noch in Seefeld, weil wir gehen so zu so einem knuffigen Souvenirsladen da ganz vorne und kaufen da noch irgendwas für unsere Fans. Wir wurden fündig. Wir machen jetzt eine Megas-Pause. Ja, ich will nicht.